Bitcoin steht bei über 73.000 US-Dollar vor einigen Wochen noch absolut unvorstellbar, zumindest in so einer kurzen Zeit. Und heute gehen wir aber einige brandneue Schlagzeilen durch, die uns zeigen, dass das trotzdem gerade erst der Anfang ist. Zum Schluss noch was zu Ethereum, XRP und Cardano, aber ich würde sagen, wir starten erstmal rein. Um den kurzfristigen Preisverlauf von Bitcoin soll es in diesem Video eigentlich gar nicht gehen, aber trotzdem ganz kurz, damit ihr alle auf dem neuesten Stand seid. Es ist im Prinzip genau das passiert, was wir im letzten Video bereits als Szenario besprochen haben, und zwar auf dem 1-Stunden-Chart super zu erkennen. Ein Retest des ehemaligen Allzeithochs bei 69.000 US-Dollar mit jetzt schon aber einer sehr starken Erholung wieder zurück über 72.000 Dollar und tatsächlich sogar nun im Price Discovery Modus bei Kursen, die wir so für Bitcoin noch nie gesehen haben. Was einfach zeigt, die 69.000 Dollar waren eine starke Resistenz, sind nun aber genau im Gegenteil ein starker Support für Bitcoin. Das bestätigt aber auch, dass wir uns weiterhin auf einiges an Volatilität einstellen können. Diese 3.000 Dollar Bewegung nach unten und direkt wieder nach oben allein war für Trader eine 360 Millionen Dollar Achterbahnfahrt, wo Hebel auf beiden Seiten liquidiert wurde. Und wir haben uns das gestern anhand der Daten angeschaut, aber glaubt mir, es ist noch genug Hebel übrig, der weiterhin liquidiert werden kann. Was ich auch noch ganz kurz abhaken möchte, sind die neuen CPI-Daten, die in den USA Monat für Monat um 0,4% gestiegen sind und daher für Februar nun eine Inflation von 3,2% auf Jahresbasis zeigen. Entsprechend der Prognose, die wir uns gestern angeschaut haben, 0,1% höher als die generelle Markterwartung und an sich auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass die Fed die Zinsen länger hochhalten muss. Ein Faktor, den man definitiv berücksichtigen muss, einige führen den jüngsten Bitcoin-Preisrückgang von 4.300 Dollar auch auf die Inflationsdaten zurück, die ja schlechter waren als erwartet, aber ein Faktor, der aktuell vom Kapitalzustrom der Institutionen in Bitcoin absolut übertrumpft wird. Und ich glaube, dass auch genau das der Grund sein wird, wieso Bitcoin in den nächsten Monaten noch viel, viel weiter ansteigen wird. Bis auf vielleicht einen riesigen Aktiencrash oder einen Mega-Bann in den USA, wird die Bitcoin-Rally, solange wir von den Institutionen weiterhin Milliarden an Dollar haben, die Bitcoins absorbieren, nicht enden. Klar, Bitcoin ist momentan absolut überhitzt. Matrixport hat letztens hierzu einen ganzen Bericht veröffentlicht und deshalb nicht falsch verstehen, sogar 20-30% Korrekturen sind in einem Bitcoin-Aufwärtstrend normal, aktuell vielleicht auch mal wirklich angebracht, aber mittelfristig geht der Preis von Bitcoin weiter nach oben. Und das sage ich, weil ich eben nicht glaube, dass die Milliardennachfrage für Bitcoin in nächster Zeit endet. Nicht nur, weil uns die allerneuesten ETF-Daten von heute zeigen, dass wir gestern den offiziell ersten Tag hatten mit Nettozuflüssen von über 1 Milliarde US-Dollar in die Bitcoin-Spot-ETF, unter anderem, weil es bei BlackRock allein knapp 850 Millionen Dollar waren, aber auch, weil es bei Grayscale Abflüsse von nur 80 Millionen waren, sondern weil es gerade erst anfängt, dass andere Länder auch erkennen, dass es möglicherweise Sinn ergibt, ihre Investoren teilhaben zu lassen. Fall Nummer 1 wäre zum Beispiel Thailand, wo die thailändische SEC nun eine in Anführungsstrichen Ausnahme gemacht hat, um institutionellen Anlegern sowie sehr vermögenden Privatpersonen die Investition in börsengehandelte Kryptofonds zu ermöglichen. Und das bedeutet, so wie es der dortige SEC-Generalsekretär auch selbst gesagt hat, dass damit thailändische Asset Manager, aber eben auch die dortige Finanzelite in die Bitcoin-Spot-ETFs an US-Börsen investieren können. Für die Leute, die sagen, ah, Thailand ist doch absolut unbedeutend, Fall Nummer 2, das Land mit der weltweit größten Bevölkerung und tatsächlich auch Platz Nummer 1 auf dem 2023 Global Crypto Adoption Index, Indien. Hier hat die Krypto-Investment-Plattform Mudrex nun entschieden, dass sie 4 der großen Bitcoin-Spot-ETFs von BlackRock, Fidelity und noch 2 anderen für ihre Kunden anbietet, was ein Durchbruch für alle Inder ist, die Krypto über etablierte Produkte suchen, natürlich Retail, aber vor allem auch Institutionen. Das ist aber hier besonders interessant, nicht nur weil Indien über 1,4 Milliarden Menschen hat, die auch überdurchschnittlich an Krypto interessiert sind, was Sinn ergibt, zum Beispiel aufgrund der sehr großen Kluft zwischen Arm und Reich, hier geht es um Themen wie finanzielle Inklusion und so weiter, sondern auch wegen dem dortigen regulatorischen Umfeld. Auf der einen Seite haben wir nämlich die RBI, die dortige Zentralbank, die stark gegen Krypto ist, und dann haben wir die Regierung selbst, die zwar versteht, dass ein Krypto-Bann unsinnig wäre und daher Regulierung erforscht, aber momentan einfach mit einer 30% Steuer sowie zusätzlicher Überwachung für Krypto. Jetzt, wenn die US-Spot-ETFs in Indien durch diese neue Einführung von Mudrex Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, vor allem von großen institutionellen Investoren, dann könnte es zu einer Neubewertung der Vor- und Nachteile
Stelle für digitale Assets von der Regierung kommen und daher dann auch für mehr Klarheit und Adoption generell hinsichtlich Krypto in Indien. Fall Nummer 3 ist etwas anders, denn hier geht es nicht darum, Zugriff auf die US-Spot-ETFs zu bekommen, sondern um eigene Spot-ETFs zu haben, was momentan in Hongkong passiert. Mit der neuesten Schlagzeile: Branchenakteure in Hongkong fordern eine rasche Genehmigung von Bitcoin-ETFs. Liegt daran, dass die Währungsbehörde von Hongkong bereits im Dezember 2023 damit begonnen hat, Anträge für Spot-Bitcoin-ETFs anzunehmen, bisher aber noch keine Produkte auf dem Markt sind. Zitat: Diese wichtigen Branchenakteure befürchten, dass die anhaltende Verzögerung bei der Einführung der ETFs asiatische Anleger benachteiligen wird. Und was damit natürlich gemeint ist, sind größtenteils auch die großen chinesischen Investoren, großen chinesischen Vermögensverwalter und so weiter, die dann über Hongkong als Anbindungsstelle in ein Bitcoin-Spot-Produkt investieren könnten. Die bullischste Schlagzeile von allen ist aber: Jamie Dimon verteidigt das Recht, Bitcoin zu kaufen. Nein, ist natürlich unwichtiger als der Einstieg anderer Länder, aber tatsächlich der Bitcoin-Megabär Jamie Dimon meint plötzlich, er werde in Anführungsstrichen dein Recht, Bitcoin zu kaufen, verteidigen, auch wenn er persönlich niemals welche kaufen werde. Ein großer Unterschied zu dem, was er noch im Dezember 2023 sagte. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin etc. If I was the government, I'd close it down. Um aber nochmal kurz auf das Thema ETFs zurückzukommen, neben dem potenziellen Einstieg von Pensionskassen, generell aber auch dem Einstieg weiterer Institutionen in den USA. Bitwise hat beispielsweise enthüllt, dass große Institutionen ab dem zweiten Quartal stark investieren werden, weil sie aktuell in Anführungsstrichen ernsthafte Due Diligence Gespräche mit einer Vielzahl großer Finanzunternehmen abhalten, die an Bitcoin interessiert sind. Kommt dann eben noch dazu, dass andere Länder auch aufwachen, Thailand, Indien, Hongkong / China, aber am Ende führt alles zwangsläufig einfach zu mehr Spot-Nachfrage für Bitcoin. Sogar die Financial Times erkennt mittlerweile an, dass Bitcoin höchstwahrscheinlich mehr als nur eine Blase ist. Und glaubt mir, die aktuell etwas über 11 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs sind in der traditionellen Finanzwelt wirklich einfach ein Tropfen auf dem heißen Stein, vor allem wenn man es global sieht. So, bevor wir direkt mit den spannenden Altcoin-Schlagzeilen weitermachen, kurz die Erinnerung: Falls ihr immer noch nach einer zufriedenstellenden Börse sucht, um in Bitcoin, aber auch in Altcoins zu investieren, mit dem allerersten Link in der Beschreibung gibt es wie immer noch den 10 Euro Startbonus sowie 10.000 Euro freies Handelsvolumen bei der EU-regulierten Kryptobörse Bitvavo. Dort habt ihr über 200 verschiedene Coins zur Auswahl, ein super einfaches und intuitives Design, niedrige Handelsgebühren und viele weitere Vorteile wie SEPA-Überweisungen, Staking oder die 100.000 Euro Kontogarantie. Ich persönlich nutze auch Bitvavo, schaut euch das Ganze also gerne einfach mal an, über meinen Link dann eben noch mit ein paar netten Boni. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt aber mal mit den Altcoins. Zunächst mal mit Ethereum, und obwohl das Hauptthema heute eigentlich das heute stattfindende Denkun-Upgrade ist, möchte ich eigentlich nur kurz über das Thema Ethereum Spot ETFs sprechen, denn wir haben nun die neue Schlagzeile: Experten senken Erwartungen, Zulassung bei in Anführungsstrichen 35%. Mit Experten meint man die Bloomberg ETF-Analysten James Seyfarth und Eric Balchunas, die definitiv Experten im Gebiet sind, und zum einen sei die gedämpfte Erwartung darauf zurückzuführen, dass in den Augen der SEC Ethereum halt einfach eigentlich noch ein Wertpapier bleibt und daher eine Zulassung für sie eine weitere politische Niederlage wäre, aber auch einfach, wie Seyfarth schreibt, bis zur Frist sind es noch ca. 73 Tage und es scheint sich kaum bis gar nichts zu bewegen. Vor allem im Vergleich zu den Bitcoin-ETFs, wo 2,5 Monate vor der Deadline bereits einige Gespräche zwischen der SEC und den Antragstellern stattfanden, was wir bisher nicht gesehen haben, sondern erst zwischen Coinbase und der SEC. Ich glaube, dass sich in den nächsten 70 Tagen noch einiges ändern kann und daher das eventuell etwas voreilig ist, aber auch generell, sogar wenn wir jetzt eine Ablehnung bekommen, bin ich der Meinung, dass wir früher oder später in den USA einen Ether Spot ETF sehen werden, der auch bei der Wall Street höchstwahrscheinlich super ankommen wird, weil zum Beispiel durch das Staking jetzt auch eine passive Rendite enthalten ist. Und was ganz wichtig zu verstehen ist, bei Ether braucht es natürlich noch deutlich weniger Kapital, um den Preis nach oben zu treiben, als bei Bitcoin. Dann der plötzliche Preissprung bei XRP in Höhe von über 20%, der ziemlich unerwartet kam, da die letzten Wochen im Gegensatz zu vielen anderen Altcoins die Performance eigentlich sehr, sehr schlecht war und wir auch keine wirklichen News hatten, die den Preisanstieg hätten antreiben können. Um ehrlich zu sein, kann auch ich euch nicht sagen, was hier letztendlich wirklich passiert ist, aber eine Sache, die auf jeden Fall passiert ist, die einige Spekulationen auslöste, war kurz vor dem Anstieg eine Transaktion von Binance an eine unbekannte Wallet in Höhe von 300 Millionen XRP, was zum Beispiel der Einkauf eines Megawalds sein könnte. Der andere große Altcoin, der momentan den Markt
stark underperformt, ist Cardano, wo wir nun aber eine sehr interessante News haben, denn die Polizei von Dubai wird nun die Cardano-Blockchain-Technologie für strafrechtliche Ermittlungen einsetzen, um genau zu sein für das sichere Teilen sensibler Daten, wo es wichtig ist natürlich, dass diese nicht verändert werden können. Auf jeden Fall eine spannende Zusammenarbeit im Gegensatz zu vielen anderen Projekten auch wirklich in der echten Welt. Falls euch dieses Video gefallen hat, wie immer, ein Abo würde diesen Kanal wirklich sehr unterstützen, hilft mir auch dabei, für euch einfach mehr solcher Videos zu produzieren. Folgt mir vor allem noch gerne auf Twitter bzw. X für noch viel mehr Insights, Breaking News und so weiter. Was vielleicht auch noch interessant sein könnte, habe ich jetzt in den letzten Videos nicht so oft angesprochen, wäre mein privater Instagram-Account, auch in der Beschreibung verlinkt, wo ich einfach immer mal wieder ein paar Einblicke aus Bali teile, also gerne auch mal vorbeischauen. Und dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.